Das neue Alone in the Dark als einen der besten Teile der Reihe zu bezeichnen, sagt ehrlich gesagt nicht viel aus. So gebeutelt ist die Serie, die dermaleinst das Survival-Horror-Genre etablierte und die seit der originalen Trilogie aus den 90ern mit einer Identitätskrise zu kämpfen hat. Als Fan eben jenes klapprigen Polygongepolters macht es mich also umso glücklicher sagen zu können, dass das neue Alone in the Dark erfolgreich schafft, womit ich kaum zu hoffen gewagt habe. Es besinnt sich auf die Tugenden des Originals, reinterpretiert zahlreiche seiner erzählerischen und atmosphärischen Elemente und rückt klassische Adventure-Puzzles in den Vordergrund. Dabei erzählt es eine richtig gute, irgendwo zwischen Psycho-Horror und Lovecraft-Schlock angesiedelte Story, die mich über meine zwei Spieldurchgänge hinweg richtig gehend hat mitfiebern lassen. Und wie schon im Original ist der Kampf ungelenk und unausgegoren, aber hey, ein Meisterwerk hat hier glaube ich niemand erwartet. Das Setting in den 1920er Jahren nahe New Orleans, der seltsame Frosch auf der Straße, die Beobachterperspektive aus dem Fenster, der Brief von Jeremy Hartwood, der vor dem Unheil des Desetto-Anwesens warnt und die Charakterwahl zwischen Edward Carnby und Emily Hartwood. Allein im Intro macht Alone in the Dark deutlich, wie nah wir uns hier an den Wurzeln der Reihe befinden. All das sind nämlich Elemente, die schon 1992 im ersten Teil auftauchen, nur eben anders und neu. Wer selbst mit den alten Spielen nicht vertraut ist, wird hier aber von der Erzählung nicht zurückgelassen. Alone in the Dark funktioniert komplett eigenständig. Es war aber schon etwas ganz Besonderes, all die Anspielungen an das Originalwerk von Alone in the Dark-Schöpfer Frederic Renal und Team zu erkennen und zu sehen, wie verspielt diese Neuinterpretation damit umgeht. Statt simplen Fanservice fungiert das Wissen um die ursprüngliche Geschichte hier nämlich eher als zusätzliche Metaebene, die mich die Story des Spiels nur noch mehr wertschätzen ließ. Have you encountered any monsters tonight? Die Wahl zwischen Emily und Edward hat erstaunlich weitreichende Auswirkungen auf die Erzählung. Emily hat die persönlichere Verbindung zu ihrem Onkel Jeremy, dessen beunruhigendes Schreiben die Geschehnisse des Spiels auslöst. Edward Carnby wiederum wurde nur angeheuert, Emily zu begleiten und dabei zu helfen, ihren Onkel wieder nach Hause zu bringen. Ich habe zuerst mit Emily einen Durchgang beendet. Durchweg fühlte sie sich dabei wie der echte Hauptcharakter an. Ich bin zudem ein großer Freund von Jodie Comers Performance, die fast schon nihilistische, aber trotzdem freundliche Natur Emilys genauso wunderbar einfängt, wie die im Verlauf der Geschichte immer größer werdenden Zweifel an der Realität, in der sie sich gerade befindet. Schließlich ist im Spiel auch die Rede vom Hartwood-Fluch, der sämtliche Mitglieder ihrer Familie irgendwann verrückt machen soll. Parallel zu Jeremys mysteriösem Verschwinden und den Erkenntnissen rund um die Vergangenheit und Gegenwart der Settos entspinnt sich hier eine Story, die auch mich wie Emily in Frage stellen lässt, was hier gerade echt ist und was nicht. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Nach und nach mehr über die anderen Charaktere, die das Desetto-Anwesen bevölkern, zu erfahren, durch geschickt platzierte Notizen Zusammenhänge aufzubauen und am Ende über das Ergebnis all der Geschehnisse zu spekulieren, ist wirklich eine helle Freude. Auch wenn nicht immer jedes erzählerische Element sitzt und der Spagat zwischen subtilem und psychologischem Horror und absolutem Schlock zwar verdient, aber auch etwas ungelenk ist. Bei Carnby funktioniert das alles im Großen und Ganzen auch noch ganz gut. Als Charakter gefällt er mir aber deutlich weniger. Das liegt zum einen daran, dass er im Grunde nichts mit den Hartwoods am Hut hat und zum anderen an David Harbour. Der Stranger Things Star will meines Erachtens nicht so recht in diese Rolle passen, das Skript scheint nicht auf seine Stärken ausgelegt zu sein. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. I hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capabilities. Good luck, Detective. Mit beiden Charakteren besuche ich über weite Teile des Spiels die gleichen Orte und erlebe auch die gleiche Rahmenhandlung, die dann von individuellen Charaktergeschichten ergänzt wird, wodurch sich gerade in der zweiten Hälfte auch viele der Schauplätze verändern. Dadurch fühlte sich auch der zweite Spieldurchgang noch richtig frisch an. Neben der insgesamt sehr gelungenen Story von Soma-Autor Michael Hedberg war es vor allem die Atmosphäre, die mich regelrecht hat im Spiel versinken lassen. Das Desetto-Anwesen ist unheimlich detailliert
gestaltet und wirkt wie ein Ort mit Geschichte, der mit wahnsinnig gemütlich aussehenden Lesezimmern, aber auch unheimlichen Kunstausstellungen und allerlei antikem Inventar ausgestattet ist. Hinzu kommen dann noch Spielereien wie genretypische Nahaufnahmen für sich öffnende Schlösser oder Puzzles und die immer wieder hervorragend eingesetzten Raumänderungen, die Tore in andere Gebiete öffnen. Das dient nicht nur dazu, eine dichte Atmosphäre zu schaffen, sondern bestimmt auch maßgeblich die Spielstruktur. In Desetto schraubt Alone in the Dark die Kämpfe auf ein Minimum und fokussiert sich auf die Erkundung des Anwesens mit der Hilfe einer vorbildlichen Karte und auf die insgesamt sehr gelungenen Puzzles. Hier empfehle ich auch, die Hilfen unbedingt auszustellen, damit euch das Spiel die Lösung nicht zu offensichtlich macht. Wie schon im Original werden Zettel und Bücher zudem aus der Sicht der jeweiligen Autorinnen und Autoren vorgelesen, was auch hier sehr stimmungsvoll ist. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Immer wieder werde ich durch bizarre Realitätsverschiebungen an andere Orte transportiert, in denen die methodische Erkundung oft deutlich lineareren Abschnitten mit mehr Action weicht. Grundsätzlich gefällt mir diese Aufteilung ganz gut, weil Desetto zum einen das gesamte Spiel über relevant bleibt, ich aber komplett andere und sehr abwechslungsreiche Orte erkunden kann. Nur, wie eingangs erwähnt, der Kampf ist leider die größte Schwäche dieses Spiels. Mit nur einer Handvoll Waffen besiege ich hier die immer gleichen, sehr austauschbaren Kreaturen, die selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nur selten eine echte Herausforderung darstellen. Dazu habe ich viel zu viel Munition, zu starke Nahkampfoptionen trotz der geringen Haltbarkeit der Waffen und eine zu mächtige Ausweichfunktion. Dynamisch versorgt mich das Spiel mit Munition und Heilgegenständen, die ich überall in der Spielwelt aufsammeln kann. Was sich in einem Resident Evil durch besseres Balancing natürlich anfühlt, ist hier schnell als reine Spielmechanik durchschaut, wenn zahlreiche Kisten einfach leer bleiben, weil ich bereits so gut gerüstet bin, oder noch lustiger, wenn mir das Spiel für eine Waffe mehrfach nur eine einzige Kugel gibt, weil ich bereits so viel Munition für die anderen Waffen habe. Dann gibt's noch eine Stealth-Funktion, die ich bis auf an einer Stelle im Spiel nie gebraucht habe, und Wurfgegenstände, die ich mir aber nicht für später einstecken kann, sondern immer sofort benutzen muss. Und sowohl Emily als auch Edward fühlen sich genau gleich an, es gibt keine charakterexklusiven Waffen oder Fähigkeiten. Das will alles nicht so recht zusammenpassen und nimmt schnell die Spannung aus den allermeisten Gefechten im Spiel. Hier wirkt es ein wenig so, als wollte man gerne das machen, was auch etwa Resident Evil 2 Remake gemacht hat, allerdings ohne das Feintuning, das in Capcoms Spielen zum Einsatz kommt. Und auch ohne Inventarmanagement. In Alone in the Dark muss ich mir nie Gedanken darum machen, ob ich nun lieber Heilgegenstände, Munition oder einen Schlüssel mitnehme. Spielmechanische Entscheidungen werden hier kaum von mir gefordert und das ist ein bisschen schade. Durch dieses nur zweckmäßige Kampfsystem hätte ich mir am Ende mehr Exploration und Puzzles gewünscht. Da kann Alone in the Dark nämlich deutlich mehr. Did you bring a gun? Ja. You think it'll actually come to that? Sehr ärgerlich sind auch die vielen kleinen Bugs und Glitches, die mir beim Spielen über den Weg gelaufen sind. Von Animations- und Kamerafehlern über kaputtes Gegnerverhalten bis hin zu fehlerhaften Anzeigen meiner Bonusgegenstände, von denen etwa geheime zusätzliche Enden abhängig sind, von denen ich nur eins freispielen konnte, bevor das System verbuggte. Zweimal hing ich auch an Gegenständen fest und musste den letzten Checkpoint neu laden. In einem Day-One-Patch werden bereits Bugfixes versprochen, inwieweit diese Probleme glatt gebügelt werden, kann ich aktuell aber noch nicht einschätzen. Whoa, what happened? Wie ihr mitbekommen habt, habe ich das Spiel die meiste Zeit auf Englisch gespielt. Die Vertonung ist hier wirklich gelungen, mit ihren verschiedenen Akzenten und dem gezielten Einsatz subtiler Performances und alles andere als subtiler Theatralik. Die deutsche Fassung kommt da etwas steifer daher, ist meines Eindrucks nach aber zumindest solide und gut übersetzt. Nur die Abmischung ist mit der deutschen Sprachausgabe unausgewogen. Bei den vorgelesenen Texten im Inventar schwankt die Lautstärke nämlich teils stark hin und her. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde.
Immerhin gibt es ein paar sehr witzige Extras, wie etwa die Charaktermodelle aus dem ersten Alone in the Dark, bei denen ich die Polygone quasi von Hand zählen kann. In der Deluxe-Edition kommen dann auch noch diverse Filter und sogar ein Entwicklerkommentar dazu. Leider aber ohne Untertitel, wodurch dieser für Leute ohne Englischkenntnisse nahezu nutzlos wird. Sehr bedauerlich, wenn man die Zusatzkosten bedenkt. Auch das soll laut PR aber mit einem Day-One-Patch behoben werden. Dafür ist es sehr schön, Frederik Renal selbst zu hören, der immer wieder Brücken zum Original schlägt. Allerdings wäre es hier etwa besser gewesen und hätte zu natürlicheren Sätzen geführt, ihn in seiner Muttersprache zu Wort kommen zu lassen. Oh, I recognize this talisman. We had almost the same in the first version of the game. Der Soundtrack des Spiels darf nicht unerwähnt bleiben. Die als Doom Jazz bezeichnete Musikrichtung sorgt für eine wunderbar dichte Noir-Stimmung und unterlegt sowohl die ruhigen als auch die von Action getriebenen Momente mit passenden Melodien oder bewusst chaotischen Kompositionen. Alone in the Dark ist ein insgesamt recht durchwachsenes Spiel und trotzdem gehört es für mich zu den größten Überraschungen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Dass wir nochmal ein Alone in the Dark bekommen, das die alten Spiele nicht komplett hinter sich lässt, sondern aktiv Bezug auf sie nimmt und das erzählerisch nochmal so stark werden würde, damit habe ich schlicht nicht gerechnet. Ich liebe die Atmosphäre dieses Spiels, die Charaktere, allen voran Emily und Grace, die trotz mittelmäßiger Animationen richtig lebendig wirken, die Inszenierung und die Erkundung des DeSetto-Anwesens und den Abwechslungsreichtum durch die steten Szenenwechsel. Es ist zudem immer wieder richtig unheimlich, ohne aber auf billige Schreckmomente oder überbordene Jumpscares angewiesen zu sein. Da kann ich ein misslungenes Kampfsystem am Ende ganz gut verkraften. Ich hoffe aber auch, dass wir in Zukunft mehr sehen werden von Alone in the Dark und diesem Team bei Pieces Interactive, auch wenn das bei Embracer aktuell leider alles in Frage gestellt werden muss. Verdient hätten sie es auf jeden Fall, denn dank ihnen hat Alone in the Dark endlich zu sich selbst gefunden und es freut mich ungemein, das sagen zu können. Hear me. For we all bear this mark. Thus we must remain. Alone in the Dark. Für mehr Alone in the Dark und auch weitere Spielebesprechungen können wir euch unseren Podcast-Kanal empfehlen und auch den Podcast unserer Freunde von Ink Ribbon Radio. Da war ich nämlich zu Gast, um mit Björn und Benny über das neue Alone in the Dark zu quatschen. Aber Achtung, leichte Spoiler sind auch dabei. Schaut außerdem bei Hooked Live vorbei für Stream-Aufzeichnungen und bei Time to 3 für Let's Plays zu oft sehr absurden Spielen, wie etwa dem 2008er Alone in the Dark, das wir dort komplett durchgespielt haben. Außerdem freuen wir uns über eure Unterstützung auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt. Dort gibt es ab 5 Euro pro Monat Zugriff auf einen zweiwöchentlichen Bonus-Podcast, etwa auch einen zum Thema Horrorspiele. Jetzt soll es das aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.